zusätzlich eine Viertelmillion, um einen Aufmüpfigen zu beseitigen. John Jessman, der Anwalt der Kirche, und Brian Thorpe, der Generalsekretär der Kirche in British Columbia, die ursprünglich meine Entlassung von Port Alberni veranlasst hatten, waren nicht nur für meinen Einspruch zuständig, sondern stellten auch das Gremium zusammen, das entschied, ob ich Pfarrer bleibe oder nicht. Das Ganze war von Anfang bis Ende eine Farce. So the whole thing from start to finish was a complete travesty of justice. It was terrible. At moments I really wondered. Es war furchtbar. Da gab es Momente, da fragte ich mich wirklich, ob ich in Guatemala oder in Mexiko wäre, statt an einem Spätsommernachmittag in dieser Kirche in Vancouvers Stadtmitte. Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. Ich kann mich noch daran erinnern, zum Beispiel, dass Kevin Ennett sehr viele unaufgefordert zugesandte Briefe hatte, in denen die Wertschätzung seiner Arbeit und seines geistlichen Amtes zum Ausdruck kam. Er hatte schon immer sein Amt als Pfarrer als Herausforderung angesehen. All diese Briefe trafen ein, doch kein einziger davon durfte verlesen werden. Ich glaube, Herr Jessman sagte sogar, dass die Leute hier selber lesen könnten und diese Briefe nicht vorgelesen werden müssten. Aber ist es nicht interessant, dass er am Ende der Anhörung ganz und gar nicht mehr dieselbe Philosophie vertrat? Denn wie wir aufgrund eines Telefonanrufs aus Manitoba wissen, als sie die Briefe gegen ihn anforderten, wurden diese alle vorgelesen und zu den Akten genommen. Über Jahrhunderte hatten die Menschen drei Grundrechte. Zum ersten zu erfahren, welche Anklage gegen sie erhoben wird. Zum zweiten, ihre Ankläger zu kennen. Und zum dritten, das Recht auf einen kollegialen Rechtsbeistand. Und alle drei dieser Grundrechte wurden mir komplett verweigert bei diesem Verfahren, mit dem ich als Pfarrer aus der Kirche geworfen wurde. Mir wurde nie gesagt, welche Anschuldigungen gegen mich vorlagen. Ich fragte, wer sind die Leute, die sich mit Bedenken bezüglich meines Pfarramts an euch gewandt hatten? Doch sie weigerten sich, mir das zu sagen. Und als ich vor diesem Gremium zur Amtsenthebung stand, waren das ganz bestimmt nicht meine Kollegen. Das waren drei handverlesene Personen, Freunde und Bekannte von Brian Thorpe. Of one of the men who had me fired, Brian Thorpe. I feel it will remain. Ich denke, das bleibt auf der Kirche von Kanada wie ein schwarzer Fleck. Es war eine äußerst abscheuliche Vorgehensweise. Ich würde das eine Hexenjagd nennen. Ich frage mich, warum eine Kirche in solcher Weise aktiv wird, warum sie das Geld dafür ausgeben würde. Es gibt dabei sehr viele Aspekte. Ich denke, der wichtigste ist der Versuch, einen Menschen einfach fertig zu machen und von Grund auf zu zerstören. Warum sollten Sie das tun wollen? Pfarrer Annett war jemand, der das Vertrauen der Ureinwohner hatte, das Vertrauen der Unterprivilegierten. Und ich dachte, die Kirche hätte sich ihn zum Nutzen machen sollen. It seemed to me that the church should have been making use of. Ganz am Anfang fragten wir, welche Gründe es denn gäbe, mich meines Amtes zu entheben. Wir müssten das wissen, um eine Verteidigung aufbauen zu können. Molly Williams, das Oberhaupt des Gremiums, sagte, es gäbe keine Gründe, mich vom Pfarramt zu entheben. Sie sagte, wir werden am Ende der Anhörung festlegen, welche Gründe das sind. Und damit hatte ich keine Möglichkeit, eine Verteidigung aufzubauen. Ich machte mir hauptsächlich Notizen betreffend Ereignisse, die nichts mehr mit einem fairen Verfahren zu tun hatten. Zum Ersten gab es keine Anklage gegen Kevin. Während der ganzen Anhörung gab es nie eine Anklage. Nachher haben die Leute der Kirche darüber gelogen und behauptet, es hätte eine Klage gegeben. In den Aufzeichnungen der Kirche gab es keine Anklage. Sie hatten immer gesagt, wir wollen nur sehen, ob Pfarrer Annett seinem Amt gewachsen ist oder nicht. Also waren gar keine Klagen formuliert. Dann sah ich Ende März in einem Brief, den der Kurier abdruckte, plötzlich Anklagen gegen Kevin Annett. Ich meine, das ist eine Art von Unsinn, der da vor sich ging. Aber sehr gefährlicher, verletzender Unsinn. People who I counted on as
Die Menschen, auf die ich zählte, dass sie mir beistehen würden, die rannten davon, so schnell sie konnten. Es war das, was ich als Lepra-Syndrom bezeichne. Sie halten weiten Abstand vor dir, denn falls sie dir zu nahe kommen, könnte ihnen das Gleiche passieren wie dir. Ich war geächtet. Es ist, als ob man ein Verbannter ist. In Südafrika, wenn du verbannt warst, durftest du dich nicht mit mehr als zwei Leuten gleichzeitig treffen. Dein Name durfte nicht in der Presse erscheinen, etc. Das ist im Grunde die Situation, in der ich stecke. Die Medien berichten nicht über meine Arbeit. Überall geht das Gerücht um, Kevin Annett sei verrückt und wolle die Kirche stürzen, bla bla bla. Und das machen sie, damit die Leute nie zuhören, wenn ich etwas sage, nie die Beweise sehen wollen. Ich kann nicht glauben, was da passiert ist. Jack Bell hat es auf den Punkt gebracht. Es ist offensichtlich, dass du ziemlich großen Leuten auf die Zehen getreten bist und dass man dich nun dafür niedermachen wird. Am 7. März 1997 wurde Kevin Annett von der United Church of Canada für immer vom Amt des Pfarrers ausgeschlossen, obwohl die Kirchenoberen keine Beweise vorbringen konnten, dass er für dieses Amt nicht geeignet war. Sein Ausschluss war endgültig und es konnte kein Einspruch eingelegt werden. Am selben Tag wurde von Anwälten der Kirche eine Verfügung verfasst, um Kevin daran zu hindern, weiterhin über seine Anhörung zu reden oder irgendeine Angelegenheit betreffend die Ureinwohner oder das ihnen gestohlene Land zu thematisieren. Kevin ignorierte dieses Sprechverbot und fuhr fort, öffentlich über seine grundlose Entlassung zu sprechen und über seinen Ausschluss ohne gerechtes Verfahren durch die Kirche, die für so viele tote, unschuldige Kinder verantwortlich ist. Historisch gesehen war es interessant, wie alles zusammenpasste. Denn als ich aus der Kirche flog, begannen die ersten Prozesse gegen die Kirche und die Regierung, initiiert durch Überlebende der Internatsschulen. Das war Anfang 1996. Sie sagten sinngemäß, wenn dich die Kirche gefeuert hat, da musst du was richtig gemacht haben. Und das Vertrauen der Ureinwohner in mich wurde sehr viel stärker, als ich nicht mehr Teil dieser Institution war. Ich wurde eingeladen, ihre Berichte anzuhören. Und schließlich baten sie mich, diese aufzuzeichnen. Und da begann ich wirklich, viele dieser Geschichten ernsthaft zu dokumentieren. Bis dahin hattest du also noch nichts dokumentiert? Nun, ich war nicht systematisch vorgegangen. Ich hatte nur Notizen über Dinge, die mir mitgeteilt worden waren. Aber die Aussagen machten klar, dass es hier um weit mehr ging, als um physische und sexuelle Missbrauchsfälle. Die Menschen beschrieben, wie Kinder sterilisiert, ermordet oder für medizinische Experimente missbraucht wurden, wie sie absichtlich mit Tuberkulose angesteckt wurden und dann ließ man sie einfach sterben. Doch ihnen und mir wurde bewusst, dass es zu nichts führt, wenn wir nur herumsitzen und traurige Geschichten hören. Das ändert nichts. Viele Anwälte und indigene Politiker machten Geld aus dem Schmerz der Betroffenen, aber sie veränderten nichts. Ich kannte Menschen, die ihre Geschichte erzählten und dann hergingen und sich umbrachten. Ging es bei den Treffen darum, Menschen zu heilen oder sie nur zum Reden zu bewegen? Nein, in der herrschenden Gesellschaft ist Hilfe nur ein Mittel, um mit den Leuten Geld zu machen. Damit ändern sie nichts für die Menschen. Diese jedoch werden nie darüber hinwegkommen. Denn es ist nicht nur traumatisch, sondern auch systematisch in unserer Kultur. Du kannst dich als Ureinwohner nicht davon erholen. Die ganze Gesellschaft ist gegen dich eingestellt. Aber was du tun kannst, ist, die Wahrheit zu sagen. Das wurde mir auch für mich selbst klar. Ich würde mich nie davon erholen, weder in der akademischen Welt noch irgendwo sonst in Kanada würde ich eine Arbeit finden können. Das haben sie mir sogar angedroht. Art Anderson, Personalverantwortlicher der Kirche, der mir damals den Entlassungsbrief gebracht hatte, sagte zu meinem Freund Bruce Gunn, Bruce, wenn du noch einen Draht zu Kevin hast, sag ihm, dass er in dieser Provinz nie mehr Arbeit finden wird, wenn er sich nicht anpasst. Und das war ganz sicher keine leere Drohung. Sie blockierten meine Promotion an der Universität von British Columbia. Jedes Mal, wenn ich mich um Arbeit bewarb, hatte man bereits mit den potenziellen Arbeitgebern gesprochen. Es war eine systematische Kampagne. Aber etwas konnte ich tun, genau wie die Ureinwohner. Ich konnte die Wahrheit sagen. Und das war unsere Macht, einfach die Wahrheit zu erzählen. Also fingen wir an, das zu tun. Wir müssen mehr tun, als nur über unseren Schmerz zu reden. Wir müssen die wichtigere Frage stellen, warum es geschah und wer es getan hat. Also haben wir die Ureinwohnergruppen aus aller Welt eingeladen, auch die UN-Gruppe IRAM. Und das fand im Sommer 1998 in Vancouver statt. Viele der Überlebenden konnten da ihre Aussagen machen.
Während dieses Tribunals wurden Dinge beschrieben, wie man sie nur aus einem Nazi-KZ kennt. Menschen, die auf der katholischen Schule von Cooper Island waren, erzählten, dass sie 1939 Teil eines medizinischen Experiments waren, bei denen ihnen von deutschsprachigen Ärzten Injektionen in die Brust gegeben wurden, mit Chemikalien, zum Teil tödlich. Ich bin mir 100% sicher, dass wir in diesen örtlichen Krankenhäusern als Versuchskaninchen gebraucht wurden, aus welchen Gründen auch immer. Wir wurden in das Krankenhaus gebracht, soweit kann ich mich erinnern. Ich weiß, es war nicht zur Zahnbehandlung und ich weiß, dass ich nicht krank war. Vor ungefähr 6 Monaten begann ich, Kevin Annetts Dokumente zu lesen. Das half mir zu verstehen, warum mein Gedächtnis so unklar war. In Teilen der Dokumentation ist von Elektroschockbehandlungen die Rede. In meinem letzten Jahr dort, im Frühling 1961, wurde ich von der Schule vom Charles Camsell Indianerkrankenhaus gebracht und vom Charles Camsell Indianerkrankenhaus zum Ponoke-Institut für Geisteskranke. Ich weiß nicht, ob ich dort 1 oder 2 Wochen war. Ich kann mich nur schwach erinnern, aber eine Erinnerung flackerte in mir auf, wie ich auf einem Tisch liege, mit Dingen auf meinem Kopf und diese ständig blitzenden Lichter. Sie hatten mir Nadeln in den Kopf gestochen und hatten sie elektrisch angeschlossen. Und dann haben sie mich damit geschockt. Dazu hatten sie meine Arme an einen Stuhl gefesselt, damit ich mich nicht bewegen konnte. Und mein Kopf war an eine Stütze gebunden, sodass ich mich auch da nicht bewegen konnte. Und ich kann nicht sagen, wie lange sie das taten. Ich weiß nur, dass ich heute noch so mache, als wenn mein Gehirn immer noch so einen kleinen Schlag davon hat. Und sie haben sehr viele üble Sachen gemacht. Zum Beispiel haben sie Medikamente in das Essen getan, während ich in der Dunkelkammer war und das Essen gebracht wurde. Und du musstest das essen. Wenn du es nicht gegessen hast oder es in eine Tüte erbrochen hast, haben sie es wieder auf einen Teller getan und dich gezwungen, es zu essen. Ich ging auch zu dem Tribunal, das da stattgefunden hatte. Und obwohl ich seit 1961 bei Amnesty gewesen bin, musste ich dieses Tribunal verlassen, als das Schluchzen um mich herum weiterging und es nach Luft schnappen und weinen der Ureinwohner, während sie ihre Geschichten erzählten. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, wie kanadische Männer, Polizisten, Väter und Großväter da reingingen und den Eltern die Kinder aus den Armen rissen, sie auf ein Kanonenboot brachten und in solche Schulen wie Port Alberni steckten. Das kam alles bei diesem Tribunal als Licht. Ich dachte, meine Güte, wir können sie nur kleine 5- und 6-Jährige nehmen. Und als Großmutter eines 5-jährigen Enkels weiß ich selbst, wie abhängig er von der Familie ist. Wie konnten sie nur diese Kinder zu diesen Schulen bringen, wo sie bestenfalls mit Gleichgültigkeit behandelt wurden? Aber wie wir wissen, ist so viel Schlimmeres dort geschehen. Wir hatten Häuptling Ernie Tate, Häuptling Joe Cosnell und Häuptling Ernie Gray hier sitzen. Alle mit Tränen in den Augen, als sie es mir im Fernsehen schilderten. Wir wissen, dass es passiert ist und es geschah während unserer Lebenszeit, nicht vor 150 Jahren. Hast du Beweise gesehen? Narben, sie haben mir die Narben gezeigt. Gab es irgendetwas Schriftliches über die Ärzte? Im Archiv des Indianeramts fand ich Dokumente, die über Ärzte berichteten. Interessant ist, die Schule wurde vom katholischen Orden der Montforts betrieben. Als einige Kinder vor den Experimenten fliehen konnten, verbargen sie sich bei ihren Familien. Und wegen der Horrorgeschichten weigerte sich die örtliche Polizei, die Kinder zur Schule zurückzubringen. Am nächsten Tag verließ der Montfort-Orden die Schule. Und die Oblates kamen als Ersatz dafür. Da ging also etwas wirklich Merkwürdiges vor. Und eine Reihe von Kindern starb. Ich habe die Todesurkunden und das alles gefunden. Hat das Tribunal nach schriftlichen Beweisen gefragt oder haben Sie die mündlichen Aussagen anerkannt? Sie hatten ja beides. Sie hatten die mündlichen Aussagen und zum Teil auch die entsprechenden schriftlichen Beweise, dass diese Dinge passiert waren. Sie haben auch die Regierung, die Kirche und die kanadische Polizei vorgeladen, um Fragen zu beantworten. Und alle, vom Premierminister Jean Chrétien bis ganz unten, alle weigerten sich zu erscheinen. Sie haben nie geantwortet. Auch andere Dinge wurden beschrieben, zum Beispiel die Sterilisation in Krankenhäusern.
Frauen wurden sterilisiert, einfach weil sie Indianer waren und nicht in die Kirche gingen. Ich konnte keine Kinder mehr bekommen, nachdem Dr. Darby mich in die Finger bekam. Er gab im Dorf bekannt, dass jeder, der am Sonntag nicht in der Kirche war, sich wegen einer speziellen Behandlung bei ihm melden müsste. Ich ging nie zu der United Church, weil sie so viel Leid verursachten. Aber Darby war Missionar, also war sein Wort Gesetz. Also kamen die Polizisten, erwischten mich und brachten mich zu Darby. Er gab mir eine Spritze. Bevor ich mich versah, lag ich im Bett voller blauer Flecken. Und alles tat weh. Mir fehlten alle meine Goldzähne. Etwas in meinem Inneren fühlte sich nicht richtig an. Danach war ich unfruchtbar. Später sagte mir ein anderer Arzt, dass ich sterilisiert worden war. George Darby. Er hat das Hunderten von unseren Frauen angetan. Als Teil der Rassehygienebewegung, die ab 1920 über die ganze Welt ging, wurden in ganz Kanada Gesetze zur Sterilisation von Ureinwohnern erlassen, unter dem Druck sowohl der katholischen als auch der protestantischen Kirche, in Alberta im Jahr 1928 und in British Columbia im Jahr 1933. Missionsärzte der anglikanischen, katholischen und der protestantischen United Church of Canada sterilisierten Tausende von Ureinwohnern in Krankenhäusern in ganz Kanada als Teil einer Aktion, das Ureinwohnerland zu entvölkern und seine Besitzergreifung durch europäische Siedler und Firmen möglich zu machen. Das Sterilisierungsprogramm zielte hauptsächlich auf die traditionellen Anführer der Ureinwohnervölker ab, die Stammeshäuptlinge und ihre Familien, die zur Ausrottung vorgesehen waren. Dementsprechend wird die Sterilisierungskampagne gegen Ureinwohnerfamilien bis heute weitergeführt. Dr. James Goodbrand sterilisierte viele unserer Frauen. 1952, als er erfuhr, dass ich einen Stammeshäuptling heiraten würde, sagte mir Goodbrand immer wieder, wenn du Freddy heiratest, muss ich bei dir eine Operation durchführen. Aus Angst versuchte ich, einen anderen Arzt zu finden, aber der Indianervertreter ließ das nicht zu. Also hat Goodbrand meine Tochter zur Welt gebracht. Anschließend hatte ich sehr starke Schmerzen und Blutungen. Ich erfuhr, dass man mir die Eierstöcke abgebunden hatte. Das muss noch während der Narkose gewesen sein. Ich hörte mal, wie Goodbrand erzählte, dass er für jede indianische sterilisierte Frau $300 von der Regierung bekam. Gab es denn noch Weiße, die Aussagen darüber machten? Es gab einige weiße Angestellte der Port Alberni Internatsschule, die aussagten. Und sie bestätigten alles, was die Ureinwohner erzählten, und noch viel mehr. Was war denn das Ergebnis des Tribunals? Das Ergebnis des Tribunals war, dass sie einen Bericht an die Vereinten Nationen schickten, an Mary Robinson, hohe Kommissarin für Menschenrechte in Genf. Sie sandten ihr einen Bericht und ich schickte 14 Stunden Videoaufnahmen und eidesstattliche Erklärungen und Dokumente mit Aussagen an ihr Büro. Doch sie hat nie darauf reagiert. Und einige Jahre später erfuhr ich, dass Kanada auf die UN Druck ausgeübt hatte, um die Angelegenheit totzuschweigen. Wie kann denn Kanada die Vereinten Nationen beeinflussen? Es hat viel Einfluss. Zu der Zeit war Frau Denise Fochette die Assistentin des UNO-Generalsekretärs. Sie war vorher Staatsbeamtin im Verteidigungsministerium in Ottawa. Und sie war in der UNO diejenige, die für die verschiedenen Abteilungen und Ausschüsse die Tagesordnung festlegte. Für sie wäre es also ein leichtes gewesen, dafür zu sorgen, dass das Ganze einfach nie auf die Tagesordnung kam. Als verlängerter Arm der kanadischen Regierung hat die United Church of Canada diesen Angriff gegen Kevin Annett und seine Arbeit angeführt, aktiv unterstützt von verdeckten Mitarbeitern der kanadischen Polizei. Bei dieser Kampagne, Kevin Annett zum Schweigen zu bringen, begann die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der United Church bereits am 4. Juni 1996, als der Kirchenvertreter John Siebert einen Brief an Sergeant Paul Wilms schrieb, um vertrauliche Informationen über Kevin auszutauschen, nachdem dieser sich in den Medien über die Todesfälle unter den Kindern an den Internatsschulen der United Church of Canada geäußert hatte. Noch im selben Monat nutzte Sergeant Wilms diese Information, um Kevin damit zu konfrontieren und ihm zu drohen, falls er nicht aufhören würde, die Internatsschulen öffentlich des Mordes zu beschuldigen.
Als Kevin sich weigerte, seine Untersuchung der Verbrechen an den Internatsschulen einzustellen, steigerte sich die Verfolgungskampagne der United Church und der Polizei. Zwischen 1997 und 98 sabotierten Vertreter der Kirche Kevins Promotionsstudium an der Universität von British Columbia, indem sie seine Stipendien blockierten, was Kevin dazu zwang, sein Studium aufzugeben. Einer seiner Professoren gibt zu, dass er von Polizeioffizieren angesprochen wurde, und zwar auf den, wie sie es nannten, gefährlichen Charakter von Kevins Untersuchungen über die Internatsschulen der United Church. Aber der bei weitem gravierendste Angriff auf Kevin und seine Unterstützer kam als Folge des historischen Tribunals betreffend die Internatsschulen, das Kevin im Juni 1998 in Vancouver organisierte. Dass es ihm gelungen war, dass UNO-Vertreter anreisten, um die Aussagen der Überlebenden zu hören, veranlasste die Regierung dazu, Kevins Arbeit direkt zu unterwandern und zu zerstören. Natürlich wurde es sabotiert, denn wenn du groß genug wirst, dann bist du wie ein Erreger im System. Und die Antikörper greifen dich an. Und das ist passiert. Mit dem Tribunal kamen viele Verbrechen, von denen man vorher nie gehört hatte, endlich an die Öffentlichkeit. Zum ersten Mal berichteten Menschen über die Sterilisationen und die Experimente, die in katholischen Krankenhäusern und an den Internatsschulen an der Westküste an Kindern durchgeführt wurden. Wir schickten das an die United Nations und als Gegenschlag gab es eine Menge Ärger für diejenigen, die den Mund aufgemacht hatten. Zum Beispiel Harriet Nahanny. Sie hatte mit angesehen, wie das kleine Mädchen an der Internatsschule der Kirche ermordet worden war. Die Polizei brach in ihr Haus ein, 2 Wochen nach dem Tribunal, ohne Durchsuchungsbefehl, verwüstete das Haus und bedrohte alle mit der Waffe. Menschen wurden bedroht und verloren ihre Arbeit im Reservat, nachdem sie Aussagen gemacht hatten. Ich wurde von 2 Kerlen verfolgt, die mich 2-mal körperlich angriffen. Das war alles innerhalb von 1 bis 2 Monaten nach dem Tribunal. Es wurde also ganz schön heiß, weil diese Sachen, die beim Tribunal besprochen worden waren, nicht nur die Vergangenheit betrafen. Es ging um pädophilen Kreise, die mit Hilfe von indigenen Politikern und Kirchenanwälten betrieben werden. Es ging um Verbrechen, die damals begonnen hatten und heute noch weitergeführt wurden. Mir wurde klar, du hast hier einen echten Tiger beim Schwanz gepackt. Hier geht es nicht nur um Dinge, die vor Jahren passiert sind. Denn wenn das so wäre, warum gehen die Repressalien weiter? Sie haben doch den Zeugen Schweigegeld bezahlt. Warum haben sie dann weitergemacht? Weil es sich um Dinge von heute handelt. Ureinwohner werden immer noch ausgebeutet, indigene Kinder immer noch benutzt, Land immer noch gestohlen durch multinationale Konzerne und indigene Politiker helfen mit. Also wollen sie nicht, dass die Wahrheit über die Internatsschulen ans Licht kommt, weil sie selbst in diese Verbrechen verstrickt sind. Als sie Kinder waren sie die Gehilfen. Sie hatten geholfen, ihre Mitschüler zu kontrollieren und zu missbrauchen. Und sie wollen nicht, dass das rauskommt. Wir wurden übergangen und totgeschwiegen. Die UNO hat nie auf die Ergebnisse des Tribunals reagiert. Ich wurde komplett isoliert. In dem Jahr nach dem Tribunal fühlte es sich so an, als würde sich eine Mauer um mich herum bilden. Die Medien sprachen nicht mehr mit mir. Meine Briefe wurden nicht abgedruckt. Leute redeten nicht mehr mit mir. Die Stammesführer wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Es war ein totales Kaltstellen an allen Fronten. Warum hast du trotzdem weitergemacht? Zuerst wollte ich das nicht. Es fühlte sich sinnlos an. Ich habe es hier mit dem Staat zu tun, mit der Kirche, mit multinationalen Konzernen und ihren indigenen Komplizen. Die Ureinwohner wollten mich nicht unterstützen, weil sie um ihr Leben fürchteten. Die Weißen wollten nicht, weil sie mich als Verräter betrachteten. Aber es war etwas in mir, das war sehr hartnäckig und es sagte, du musst weitermachen. In den Jahren nach dem Internatsschultribunal bemühte sich Kevin Annett weiter, Beweise zu dokumentieren und zu veröffentlichen, die den Massenmord und die ethnische Säuberung Kanadas belegten. Verlassen, mittellos und von allen Seiten angegriffen, sprach Kevin trotzdem weiterhin öffentlich über die verborgene Geschichte des Massenmords in Kanada und zeichnete weiterhin alles auf, was ihm erzählt wurde und was er über die Verbrechen an den Ureinwohnern herausfand. Aber Kevins bisher größter Erfolg kam Anfang 2001, als er endlich die gesammelten Aussagen und Dokumente über die Grauen an den indianischen Internatsschulen Kanadas in einem Buch veröffentlichte, mit dem Titel Hidden from History, The Canadian Holocaust.
Ein Dutzend Verlage weigerten sich, das Buch zu drucken. Also druckte Kevin das Buch selbst und ließ mehr als 1000 Exemplare an Bibliotheken, Regierungen, Menschenrechtsgruppen und Ureinwohnervölker auf der ganzen Welt verbreiten. Aber die meisten Bücher landeten in den Händen derjenigen, für die Kevin so lange gearbeitet hatte. Die Überlebenden der Internatsschulen. Im Herbst 2005 stellte Kevin die stark erweiterte zweite Auflage von Hidden from History fertig und stellte zum ersten Mal die tiefergehende Frage, warum legaler Völkermord in seinem Land geschehen war. Wie war diese Seuche überhaupt zustande gekommen? Und wieso geht das heute noch weiter? Kevin, du sagtest mir, dass sich der Wind dreht, dass sich das Wissen um diese Dinge ganz langsam verbreitet. Ja, es geht sehr langsam. Es sind immerhin schon 10 Jahre seit dem Tribunal vergangen.